Wir machen heute Fingerfood für Fischfreunde, gefüllte Lachsröllchen auf Stapelchips. Wir beginnen mit unserem Lachs. Das ist normaler Räucherlachs, geschnitten. Kann man am Stück kaufen, selbst schneiden, wie man gern möchte. Suchen wir uns ein schönes großes Stückchen raus. Wichtig wäre, dass er relativ dünn ist, dann lässt es sich halt besser rollen. Dann nehmen wir uns für die Füllung Sahnemeerrettich, ist gehackte Petersilie mit drin. Ansonsten ganz normal handelsüblich Sahnemeerrettich. Passt hervorragend zu Lachs, kennt man auch so. So, nicht zu viel, sonst lässt sich die Sache nicht mal schön rollen. Das reicht schon. Dann nehmen wir uns Bohnenkresse, geschmacklich sehr frisch und passt auch wunderbar zum Lachs. Einfach etwas auf den Meerrettich häufeln. Das ist eine ganz einfache Sache. Geht auch schnell, gerade wenn sich der Besuch vielleicht kurzfristig angekündigt hat. Und dann rollen wir die ganze Sache zusammen. So ein bisschen vorsichtig machen. Der Lachs sehr dünn geschnitten ist, dann zerreißt er schnell mal. Und jetzt kommt das Highlight. Viele kennen das auf Weißbrotscheiben. Wir nehmen heute mal Stapelchips. Das ist partygerecht und geht sehr schnell. Legen wir die Lachsröllchen nur drauf. Und dann wären wir schon fertig mit unseren Lachsröllchen auf Stapelchips. Lässt sich auch gut anrichten und schmeckt lecker. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.